Hallo liebe Amazon-Freunde, ich stelle euch heute den Metago Racing Buggy vor. Dieser Buggy kommt in einem schönen Karton. Ich habe den jetzt schon mal ausgepackt. Im Zubehör ist einmal der Buggy, eine Ladeeinheit für die Batterien, so ein paar Zubehörsplints hier mit so einem Imbusschlüssel und natürlich die Fernbedienung. Die Fernbedienung hat unten drei AAA-Batterien, die gehören nicht zum Lieferumfang, die muss man halt separat besorgen. Ja, und dann hat man den Buggy hier, der ist mit so vier Splinten befestigt, jeweils zwei vorne, zwei hinten. Das Design ist richtig schön detailreich, man hat also hier die ganzen Details wie Stoßdämpfer, die Räder, die Felgen. Der Unterbau ist auch sehr gut gemacht, hier ist die Lenkung, hinten jeweils auch. Das obere Chassis nimmt man dann ab, indem man diese kleinen Splinte rauszieht. Ich habe jetzt schon mal zwei vorne rausgezogen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann kann man das obere abheben. Hier ist übrigens noch so eine Klarfolie drauf zum Schutz. Hier hat man jetzt diese ganze Steuereinheit. Man hat also jeweils links und rechts die Batterien. Hier oben ist der einen Ausschalter. Das Batteriepanel, das kann man dann abmachen. Und dann kann man die Batterie hier entnehmen. Das sind also etwas größere Akkus als Standard-AAA-Akkus. Ich habe das schon mal ausprobiert. Also die normalen AAA-Akkus passen da nicht rein. Das sind spezielle Akkus. Die werden also einfach hier in diese Ladestation gelegt und werden dann in circa 2 Stunden aufgeladen. Geht recht schnell. Dann legt man die wieder hier rein und befestigt dann diese, ich guck mal gerade so rum. Na, dann kann man den nachher einschalten. Also das Einschalten geht einfacher, wenn man das befestigt. Hinten hebt den vorne hoch, also man lässt die zwei Stifte hinten befestigt und kann den dann vorne hier einen ausschalten. Da muss man die zwei vorderen lösen. Braucht man nicht immer das komplette Panel losmachen. Ich gucke jetzt mal gerade, ich habe den gerade jetzt auch schon eingeschaltet. Genau. So, und dann geht man wieder her und befestigt wieder diese Stiftchen hier. Das sind jeweils 4 Stück. Und dann ist der letzte auch schon drauf. Dann ist das Ding fertig. Jetzt hat man die Fernbedienung. Eingeschaltet habe ich den schon. Zum Einschalten muss man diese Blindtaste in der Mitte auf der Fernbedienung gedrückt halten und den Einschalter drücken. Wenn er dann aufhört zu blinken, hat er sich mit dem Buggy verbunden. Ne, jetzt kann man sehen, ne, er fährt jetzt schon. Ich habe dann auch mal ein Video gemacht, gleich vom Fahren. Funktioniert sehr gut. Man kann den also sehr gut steuern. Man hat hier auch noch zwei Trim-Befehle. Einmal kann man die Mittelstellung der Räder justieren und man kann die Ausgangsstellung justieren, damit er auch immer geradeaus fährt. Ne, also einmal diese, den Räder-Trim, ne, und den Ausgleichstrim. Lässt sich gut steuern. Also ich bin jetzt schon mal so 20 Minuten mit rumgefahren. Batterien sind noch nicht leer. Und mir gefällt vor allem sehr gut die ganzen Details an diesem Buggy. Das ist sehr schön gemacht. Ne, das Chassis hier, das hält auch so ein paar Stöße aus, wenn man noch nicht ganz gut fahren kann. Ne, man sollte das erstmal auf einem großen Parkplatz am besten üben. Ne, ist immer die einfachste Möglichkeit. Und Steuerung ist ganz einfach. Ne, nach hinten ist nach vorne. Wenn man mit dem Finger nach vorne drückt, geht er nach hinten. Und steuert wird hier mit diesem Drehrad. Funktioniert super. Ne, dann macht man wieder aus. Und wenn man ausschalten möchte, macht man es, wie eben schon beschrieben, einfach nur vorne auf und kann dann hier unten den Schalter deaktivieren. Und dann kann man die Klammern wieder draufstecken und lässt sich auch gut transportieren. So groß ist er jetzt auch nicht. Also im Allen ein sehr guter Kauf. Ne, das war die Bewertung vom Maku Buggy. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.